Philippi, ein Township am Rand von Kapstadt. Ein Township gezeichnet von Armut, Arbeitslosigkeit, Kriminalität und Krankheit. Jedoch im Herzen von Philippi gibt es eine Organisation, die Hilfe anbietet. Ein Zentrum, welches die Menschen durch verschiedene Initiativen und Aktivitäten unterstützt. Es gibt den Hoffnungslosen neue Hoffnung. Und es ist eine Anlaufstelle für alle Verzweifelten. Dieses Zentrum heißt Itemba Rabantu. Die Kinder sind der erste und wichtigste Aspekt von Itemba Bantu. Dieser Teil unserer Filmserie wird die Angebote des Centers bezüglich der Arbeit mit Kindern erläutern. Das Center hat einen Kindergarten und eine Vorschule, die von der Leiterin Selina Morta geführt werden. Die Kindergarten- und Vorschulkinder kommen jeden Morgen zwischen 7.30 Uhr und 8 Uhr an und beginnen ihren Tag mit einem reichhaltigen Frühstück. Anschließend waschen sie sich die Hände und putzen ihre Zähne. Da das ein recht ereignisreicher Tag für die Kinder ist, ruhen sie sich anschließend kurz aus, um danach mit einem kleinen Snack versorgt zu werden, um mit voller Energie den Tag genießen können. Jetzt können die Kinder freispielen, um sich anschließend in der Geschichtenzeit zu entspannen. Entweder liest eine Lehrerin den Kindern eine Geschichte vor, oder die Kinder können sich selbstständig ein Bilderbuch in einem der gemütlichen Bereiche des Kindergartenraumes anschauen. Vor und nach dem Mittagessen waschen sich die Kinder noch einmal die Hände und legen sich zum Mittagsschlaf hin. Nach der Schlafpause können sie sich erfrischen, bevor sie ihre Bücher und Spielsachen, die sie tagsüber benutzt haben, wegräumen müssen. Damit bringen wir ihnen von Anfang an Disziplin und eine gewisse Selbstständigkeit bei. Im Anschluss suchen die Kinder ihre persönlichen Dinge und gehen heim zu ihren Familien. Eine andere Kindergruppe, die Itemba Bantu betreut, sind die Hort-Kinder. Diese Schüler der Klassen 1 bis 4 versammeln sich jeden Morgen um 7.30 Uhr vor dem Center. Dort werden sie von einem Busfahrer abgeholt, der sie nach Mitchell's Plain zur Schule bringt. Die Kinder verbringen ihren Vormittag in der Schule und um 14.30 Uhr ist der Schulunterricht beendet. Und die Kinder werden wieder vom Busfahrer abgeholt und bei Itemba Bantu abgesetzt. Nach der Ankunft bekommen sie belegte Brote, so dass sie gestärkt für die Hausaufgaben sind. Dann werden sie in kleinen Gruppen von Freiwilligen betreut, die ihnen bei den Hausaufgaben helfen. Die Kommunikation mit den Lehrern der Grundschule ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Schulleiterin Selina. Dadurch haben wir eine aktuelle Übersicht über die Stärken und Schwächen eines jeden Kindes in den jeweiligen Schulfächern. So können wir den Kindern ganz individuell mit ihren Hausaufgaben und anderen Übungen helfen. Jeden Dienstag fährt eine kleine Gruppe unserer schwächsten Kinder zum Cape College in Crawford, um dort ganz gezielt gefördert zu werden. Besonders Kinder, die größere Probleme mit der englischen Sprache haben, nehmen an diesem Kurs teil. Eine individuelle Betreuung ist gerade bei Sprachproblemen sehr wichtig und zeigt schon Erfolge. Inzwischen haben wir bemerkt, dass unsere Hausaufgabenbetreuung sich als effizient erwiesen hat, denn die Grundschüler haben sich in ihre Konzentrationsspanne und in ihre Schulfächern verbessert. Diese Verbesserung, die wir bei den älteren Kindern sehen, gibt uns Hoffnung für unsere jüngeren Kinder in dem Kindergarten und in der Vorschule, da wir wissen, dass sie eines Tages dieselbe Phase erreichen werden. Vor allem aber hinterlässt es den wunderbaren Eindruck, dass alle diese Kinder eines Tages die Möglichkeit haben werden, ihre Träume und Karrierewünsche zu verwirklichen, da sie in jungen Jahren dank Itemba Bantu die Möglichkeit hatten, eine gute Bildung zu erhalten.